fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ja, jetzt teste ich mal gerade den geradeauslauf. Ah, supi. Hört ihr die? Das ist süß. Ja, Jungs, so. Ich hab eben gerade das Edelvideo abgedreht. Jetzt kommt schon das neue Video. Und heute ist das Thema meine im Schrank liegende, oben im Titel lesende, nein, SL50. Das Thema ist heute die SL50. Die liegt ja noch im Schrank. Ich habe noch eine gute Nachricht. Meine Instagram-Follower, hier blende ich mal jetzt genau hier, ich habe jetzt eine Kamera, blende ich jetzt meine Adresse ein. Die haben schon eine Story mitbekommen, dass ich für die S51 Papiere gekriegt habe. Es war ja ein großes Rätselraten, was es ist. Da die Sozius streben nicht waren, ging man von aus, es ist eine N. Ich gehe auch von aus, dass es eine N war, weil sich dann die Lampen und so und die Blinker kontrolliert haben. Die waren einfach nur rangebaut, ohne Funktion, ohne alles. Also es war definitiv eine N. Aber jetzt kommt das, was ich schon wieder richtig gut finde. Jetzt ist eine 1-3B. Und ich habe ja auch in dem Video gesagt, was ich jetzt so oben mal wieder verlinke. Wenn die Papiere da sind, geht es los mit dem Aufbau. Leider muss ich ein bisschen noch warten, weil jetzt noch mein Auto dazu kam. Da bin ich ja gerade dabei, mein Auto zu verkaufen. Da brauche ich dann halt, um mir ein neues zu holen, mehr Geld, als ich für mein alten kriege. Also wenn das Autothema durch ist, dann ist jedes Geld, was kommt, ist dann für den Neuaufbau der S51. Ich kann euch ja jetzt nochmal das Bild zeigen, wie die S51 aussehen wird. Das alles, Rahmen, Tankset, die Felgen, das wird alles Maxell machen. So viel wird ja nicht neu kommen. Beispiel bei dem hier ist ja alles ja, alles neu wie in meinem letzten Video zu sehen. Sachen, die ich nicht mehr einbaue, was vergammelt war. Gummis zum Beispiel werden alle wieder geändert. Vielleicht mache ich diesmal Polytanhülsen rein. Motor bleibt der Dreigang drinne. Ich glaube, an dem werde ich mich auch gewöhnen. Neues Tankset ist ja auch schon gekommen, weil das andere total verbeult war und von unten, wo der wo das hier auf den Rahmen kommt, heißt das Tunnel? Ich glaube ja. Das war auch total verbeult. Da habe ich erstmal irgendwo René auf die Idee gebracht, mal nachzugucken, weil ich habe es einfach nur abgebaut. Ich habe nicht drauf geachtet, ich habe echt nur abgebaut und hingelegt. Ja, und Ingo hat es dann gesehen. Dann habe ich das auch verkauft und mir ein neues, ja neu, also auch gebrauchtes, aber was halt nicht verbeult, so stark deformiert war, gekauft. Und dann als ich den Tank mit dem Sprit abgelassen habe, habe ich mich gewundert, weil aus dem Benzinhahn, also von dem Schlauch, kam nichts mehr raus, obwohl da noch so viel drin war. Da habe ich dann abgebaut, normal ausgekippt, da habe ich auf einmal einen Zigarettenfilter da drin angetroffen. Haben sie aber falsch verstanden mit Benzinfilter. Naja, soll ich den Spiegel mal so lassen? Sieht doch geil aus. Ja, keiner will, keiner. Also Thema ist 51, es geht denn, ich schätze mal Juni, ich hoffe früher geht's los, Warenkorb bei der Osterhase ist gefüllt worden, Screenshot ist gemacht worden, also ich will eigentlich so 500 Euro für Teile ausgeben, also ohne die Pulverbeschichtung. Also insgesamt werde ich da wahrscheinlich dann nochmal gute 1000 Euro drinstecken, aber man muss überlegen, dann ist wieder alles so gut wie neu, so wie bei ihm hier, außer der Motor, der ist halt nicht neu. Also wenn es losgeht, geht es los. Auf jeden Fall, Papiere, das war das Wichtigste, sind da. Ein paar Teile sind ja schon neu, Farbe steht auch. Ich finde auch, das ist richtig derber Kontrast. Ich mache mal jetzt eine Umfrage, weil mir ist nämlich aufgefallen, dass wenn fast alle Kumpels eine Simson S51 fahren, dann bist du irgendwie der Außenseiter und willst auch eine Simson S51 haben. Weil nämlich jemand, der eine Schwalbe fährt,
die jetzt zum Verkauf gestellt hat. Vielleicht fühlt er sich jetzt angesprochen, keine Ahnung. Ich finde das Ding so geil, ja. Er hat die jetzt zum Verkauf gestellt oder für den Tausch gegen eine SN50. Da habe ich mir mal die Bilder angeschaut und von der Ausfahrt, da waren nämlich auch bei. Und alle seine Kumpels fahren S51. Und das ist für mich die Begründung, ja, dass er nicht der Außenseiter sein will mit einer Schwalbe, obwohl die in meinen Augen mehr Kultobjekt ist als die normale S51. Ja, ich weiß, ich habe jetzt nicht so beachtet, müsste ich nochmal schauen. Ich glaube, das war eine Zweier sogar. Also ich würde es nicht machen. Es ist sein Ding natürlich. Aber ich würde es nicht machen, um dazu zu gehören. Oder weil es jeder hat. Weil wenn es jeder hat, dann ist es auch scheiße. Weil ich so viel S51, ich weiß nicht, warum ich mir auch ihn geholt habe. Eigentlich bin ich nicht so der große Fan von denen, um zu sagen, oh ja, ich mache unbedingt. Aber es kann sich natürlich alles wieder ändern. Ich will jetzt hier auch keinen Hate anfangen oder sonst irgendwas. Das war meine Einstellung. Ich hätte sie mir nicht geholt, hätte ich diese Einstellung immer noch. Da vorne an der Kurve werde ich mal links weg. Da kann ich mal ein Foto machen wieder für Instagram. Jetzt stehe ich, wie gesagt, jetzt mache ich noch Bilder für Instagram. Aber ich beende das Video, ihr braucht diesmal nicht mit bei sein. Das ist wunderschön, echt tolles Wetter heute gewesen. Habe ich gleich ausgenutzt und zwei Videos abgedreht. Nächstes Mal fahre ich aber mit Kaki, weil Kaki muss auch mal wieder bewegt werden. Ja, gut, denn macht es gut. Danke fürs Anschauen von dem Video. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ahoi Browser, euer Skopel, da hinten ist die Sonne.